Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Let's Build. Heute werde ich euch zeigen, wie man einen geheimen Gang in einem Bücherregal macht. Also man drückt hier auf den Knopf, dann schiebt sich dieses Bücherregal weg. Dahinter habt ihr den Knopf gesehen, auf den muss man dann drücken. Und dann öffnen sich hier die Regale und man kann da durchgehen. Die schließen sich wieder hinter einem. Und wenn man wieder raus will, drückt man einfach hier auf den Knopf, dann öffnet sich das und man kann wieder raus. So, das ist eine relativ große Schaltung. Na, relativ. Wie das geht. Ihr braucht... Oh, falsche Taste. 4 Stone. Ihr braucht die Sticky Pistons. Dann braucht ihr die Schalter. Nee, gar nicht. Den Button. Redstone Torches. Diamant, Spitzhacke und Schaufel. Na, irgendeine Schaufel oder so. Das und Redstone. Hier die Redstone Repeater. So heißen die Teile. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas vergessen, aber egal, fangen wir erstmal an. Ach, die Bücherregale. Hier sind die. Okay, dann fangen wir erstmal an. Mit der ersten Reihe. Ne, das ist doch falsch. So und so. So, dann kommt hier die erste Sticky Pisten hin. Die wird von diesem Redstone-Signal hier gedingst. Ups. Ja, wann kommt hier? Nein. Die Wand kommt dann hier hin. Da kommt der Schalter ran. Hier führt das Redstone-Kabel. Das wird mal wieder umgeleitet. Sodass das hier ausfährt. Wenn man das dann drückt, eingezogen wird. So, jetzt kommt hier diese Trennmauer dazwischen. So, da kommen die nächsten Sticky Pistons so hier rein. Bücherregale drauf, fertig. Dann baut ihr euch. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube 5 nach oben. Ist das richtig? Ja. So. Ja, genau, so ist das richtig. Das kommt wieder weg. So. Jetzt kommt hier hinter ein Schalter. Hier ist dann die Wand. Wo ist denn der Schalter jetzt? Da vorne. Okay. Dann geht hier das Redstone-Signal raus. Das wird umgeleitet mal wieder. Wird das umgeleitet? Ja. So. Dann kommt hier ein Repeater hin. Auf Stufe 3. Hier kommt auch ein Repeater hin. Auf Stufe 3. So, dann führt einmal eine Leitung hier lang. Da oben zu dem Teil hin.
So. So, jetzt müsste das alles noch. Ja, okay. So. Dann kommt eine Leitung hier lang. Dann buddelt ihr euch hier rein. Soweit ungefähr. Dann buddelt ihr euch noch einmal. Ups. Hier rein. So und ja, das war's. Dann legt er die Redstone-Leitung hier lang. So, einmal hier hin und ups. Einmal dahin. So. Die nächste Leitung geht hier lang. Den Boden mache ich schon mal zu. So. Mal eben Bett holen. Und jetzt müssen wir uns da wieder hochbauen. Das Ganze kann man jetzt noch nach Belieben, ja, wie man es halt haben will, den Gang hier bauen. Ich mache das jetzt mal eben so. Dann so. Dann haben wir das. Dann noch eben hierzu. So. Und dann haben wir hier unseren fertigen Geheimgang. Knopfdruck, noch ein Knopfdruck. Die Schalter kann man natürlich auch gegen die anderen Schalter, die ganze Zeit an sind, ersetzen. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Vielleicht habt ihr noch Verbesserungstipps, dann schreibt die unten in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.